Und Bodybuilding ist der einzige Sport, wo man zum Ende hin Sachen macht, die eigentlich genau das Gegenteil bewirken von dem, was man will. Du wirst schwächer, ja. Du hast weniger Ausdauer, deine Trainingsleistung geht runter, alles Mögliche. Ja. Und es ist so richtig so, um da bei dem Wettkampf mitzumachen, machst du genau das Gegenteil von dem, wofür du eigentlich trainierst. Was zu guter Genetik auch gehört, was viele vergessen, das ist dann diese Leidensbereitschaft, dass man bereit ist zu leiden, hart zu trainieren, im Training zu leiden. Du leidest im Training, aber du empfindest Freude dabei. Und immer wenn ich mein Ding selber gemacht habe, meine Schiene gefahren bin, von den Sachen, wo ich wusste, dass sie funktionieren, hatte ich die besten Erfolge. Und ich absolut bis zum Schluss lasse ich mir nicht mehr irgendwelche Tipps geben und ich frage auch niemanden mehr nach. Weil das, was ich mache, funktioniert und so ziehe ich durch. Es tut weh, es ist schwer, du schwitzt, du bist fix und fertig. Zeit, keine. Bereitschaft zu leiden, empfindet das Glück quasi, dass es dir gefällt, ne? Das ist auch ein Talent, ne? Alles, was ich bin, alles, was ich hab, ist Bodybuilding. Ich habe nichts anderes. Das ist meine ganze Identität. Für mich gibt es nichts anderes außer ein Bodybuilding. Ich liebe den Scheiß so sehr. Jetzt ist es halt jeden Tag besser werden. Jeden Tag, jedes Training, Progress machen, selbst in der Prep noch hier und da versuchen, stärker zu werden. Und einfach alles zu optimieren. Ich habe immer so viel gegeben, wie ging. Also ich habe echt gedacht, jetzt, wenn ich jetzt umfalle, bleib liegen, dann ist Trainingspause. Ne? Aber solange ich noch laufen kann, muss ich weitermachen. Ne? Fuck. Atmen. Gut. Ja, man muss in jedem Training Vollgas geben. Ne? Ja.
wie ich schon gesagt habe, diese Leidensbereitschaft. Komm. Locker. Was kommt jetzt noch? Nächste Übung. Also noch dreimal ohne Tische. Ja. Erzähl mal was. Meine Quatschen sind komplett voll. Weil viele, die haben super Genetik oder die haben den besten Coach oder haben die besten Voraussetzungen. Aber die sind nicht bereit zu leiden. Die erzählen dann, wie viel Hunger die haben, wie froh die sind, wenn das jetzt rum ist. Diese ganze Scheiß-Vorbereitung, die ganze Scheiß-Wettkämpfe, die ganze Scheiß-Diät und sowas, das Scheiß-Training und sowas. Also wenn du so Gedanken hast, dann kannst du auch nicht erfolgreich werden.